Seine Forschung beschäftigt sich mit den Blutgefäßen des Gehirns. Wie überall im Körper sind die Blutgefäße für den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen verantwortlich. Was im Gehirn jedoch besonders ist, ist, dass das Gehirn einen sehr hohen Energiebedarf hat. Jedoch im Unterschied zu Muskeln nur sehr limitierte Möglichkeiten hat, diese Energie auch zu speichern. Hinzu kommt, dass das Gehirn konstant aktiv ist. Und diese zwei Aspekte unterstreichen, dass so eine robuste Blutversorgung im Gehirn wirklich essentiell ist. Das Ziel meiner Forschung ist es nun, herauszufinden, wie genau die Gefäßstrukturen des Gehirns aufgebaut sein müssen, dass sie den Anforderungen einer robusten Blutversorgung gerecht werden. Und hierbei muss ein Bewusstsein, dass wir im Gehirn mehrere Millionen Blutgefäße haben. Außerdem ist der Durchmesser der kleinsten Gefäße, der sogenannten Kapillaren, noch 10-mal kleiner wie der Durchmesser eines Haars. Und diese Zahlen unterstreichen meiner Meinung nach sehr eindrücklich die Komplexität, welche den Gefäßstrukturen des Gehirns zugrunde liegt. Ein tiefgreifendes Verständnis über den Aufbau der Gefäßstrukturen ist ein Teil des Grundlagenverständnisses des Gehirns. Und dies liegt daran, dass Gefäße mit Nervenzellen gekoppelt sind. Und diese Kopplung äußert sich dadurch, dass sich die Gefäßdurchmesser konstant an die aktuelle neuronale Aktivität und den damit verbundenen Energiebedarf anpassen. Und dies erklärt, wieso die Gefäßstrukturen wirklich ein wichtiger Bestandteil für die Energieversorgung des Gehirns sind. Ein weiterer Nutzen unserer Arbeit im gesamtwissenschaftlichen Kontext entsteht und durch unsere Methodik. Und zwar verwenden wir keine konventionellen experimentellen Ansätze, sondern entwickeln spezifische computerbasierte Modelle. Unsere Modelle haben den großen Vorteil, dass sie uns erlauben, spezifische Veränderungen in der Gefäßstruktur isoliert und auf verschiedenen Skalen zu testen. Mit dem Unterschied zu Experimenten benötigen wir hierfür keine spezifischen Mikroskope oder Tiermodelle. Insgesamt können wir hierdurch dann neue Erkenntnisse gewinnen und Einblicke gewähren, welche in konventionellen experimentellen Methoden verborgen liegen. Wie bereits angesprochen, ist eine intakte Gefäßstruktur unerlässlich für die Energieversorgung und die damit verbundene gesunde Funktionalität des Gehirns. Im Rückschluss bedeutet das aber auch, dass Veränderungen in der Gefäßstruktur diverse Krankheitsbilder hervorrufen können. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Verstopfung eines arteriellen Gefäßes wie beim Schlaganfall. Aber auch subtilere Veränderungen wie eine reduzierte Gefäßdichte wie bei Alzheimer sind möglich. Und in diesem Zusammenhang probieren wir aktuell herauszufinden, ob so eine Reduzierung in der Gefäßdichte tatsächlich zu einem Energiedefizit im Gehirn führt. Und so ein Mangel in der Energieversorgung, der könnte dann wiederum erklären, wieso es zum Absterben von Nervenzellen bei Alzheimer kommt. Der Nutzen, der dadurch für die Gesellschaft entsteht, ist zum einen, dass Krankheitsbilder wie Alzheimer oder auch Schlaganfall früher und besser diagnostiziert werden können. Es können aber auch Behandlungsmethoden verbessert werden oder sogar neue Behandlungsmöglichkeiten entwickelt und getestet. Die Anwendung von computerbasierten Ingenieursmethoden ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet. Und dadurch gibt es noch sehr viel Potenzial, neues Wissen zu kreieren. Außerdem bringt die Interdisziplinarität meiner Forschung mit sich, dass ein breites Verständnis und viel Kreativität gefordert ist. Und diese zwei Aspekte, die begeistern mich immer wieder aufs Neue. Was mich außerdem fasziniert, ist die generelle Komplexität des Gehirns. Selbst nach vielen Jahren Forschung auf diesem Themengebiet lerne ich jeden Tag noch etwas Neues. Und natürlich gibt es auch noch viele unbeantwortete Fragen, bis wir das Gehirn wirklich voll und ganz verstehen. Die größte Herausforderung meiner Forschung ist der Umgang mit Unsicherheiten. So arbeiten wir zum Beispiel mit Datensätzen, welche die komplette Gefäßstruktur des Maushirns darstellen. Aber natürlich ist die Erstellung solcher Datensätze komplex und es können auch diverse kleinere Artefakte entstehen. Des Weiteren müssen wir auch in unseren Computermodellen Annahmen treffen, welche wir überprüfen müssen. Insgesamt müssen wir alle diese Einflussfaktoren im Kopf haben und sicherstellen, dass unsere Ergebnisse trotz allem robust sind. Eine weitere Herausforderung entsteht durch die Interdisziplinarität des Projekts. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams erfordert ein breites Verständnis, eine enge Zusammenarbeit und eine gute Kommunikation.
Und nur wenn all dies auch gewährleistet ist, können wir die verschiedenen Hintergründe des Teams effizient nutzen und dadurch spannendes neues Wissen kreieren. Der Großteil meiner Forschung ist über Gelder des Schweizer Nationalfonds finanziert. Um genauer zu sein, handelt es sich um den Karrieregrant Ambitione und ein Projektgrant in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich. Des Weiteren habe ich vor kurzem einen Grant der Fondation Pierre Massé pour la Science erhalten. Die Stiftung unterstützt gezielt Nachwuchswissenschaftler im biomedizinischen Bereich. Und dies ermöglicht mir nun, einen weiteren Postdoktoranden einzustellen, nach dem ich aktuell auf der Suche bin.